Es ist wirklich fast so weit, dass ich sagen würde, also gut, jetzt muss man natürlich aufpassen, wenn ich sage, irgendwie mit Kollega vergleichen, aber das hat einfach trotzdem auch eine sehr, sehr krasse sprachliche Eloquenz. Jo, was geht ab, Freunde? Ich bin's wieder, Jay. Und heute reagieren wir auf den neuen Track vom Boy. Und zwar Touch the Ground. Das Coolste finde ich eigentlich erstens, dass der Track seltsamerweise ziemlich kurz ist. Das muss ja nichts Schlechtes heißen. Auf der anderen Seite steht halt der Videomaker Shot by Clovisions. Interessanter Name. Ich bin sehr gespannt. Ich stelle mir, glaube ich, ein interessantes Video vor. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit der Reaction. Fängt auf jeden Fall schon krass an. Ich weiß nicht, ob ich diesen Clovisions schon irgendwann mal gelesen habe. Wenn ja, tut's mir leid. Aber ich finde, ich lese das irgendwie, glaube ich, zum ersten Mal. Wie ein Boomerang und ich bin fly so wie Superman. Sie legt mal den Dick wie einen Superschub. Wenn ich komme, dann trinkt sie einen Superschluck. Ich bin Strap. Oh, ich mag den Beat, weil der so ein bisschen verschwiegen ist im Hintergrund, so ein bisschen brummig. Und er rappt aber ziemlich krass aggressiv und schnell. Nice. Und Hunter Ops, wenn ich sie catche, RIP. Ich hab Stacks in meinen Jeans, die Pockets fett wie B.I.G. Oh ja, es gefällt mir wirklich, weil der Beat halt einfach, es ist eigentlich nur so ein Brumm, aber somit liegt der Fokus halt auf dem Rap, der ja definitiv nicht schlecht ist. Aber die Bullets wie Brady, der Boy ist am Shooten wie KD. Ich fuck eine Dot wie Kylie und handle Rob wie Kyrie. Yeah, ich will nur die Euros und Dollars hitte und ich hänge nur ab mit Real Solid Hitters. Du dachtest, der Beat wäre over. Gefällt mir, ist nice. Wirklich, der Beat ist nice. Aber das Video ist auch fett. Sieht sehr hochwertig aus. Also wirklich, wie der Boy sich entwickelt, nice. Doch ich pulle ab und ich schieße zum Rover. Du bist wie, das ist deine Entscheidung. Glenn G, das ist keine Übertreibung. Deine Frau, sie will jetzt die Scheidung. Sie wird feucht, wenn sie sieht meine... Die NYPD, ist der wirklich in Amerika, oder? Kleidung, du weißt, ich trappe jetzt täglich. Put a hole in your head, die Bagels. Klamotten sind neu mit Labels. Also quasi, NYPD ist ja New York Police Department, soweit ich weiß. Smoke, sieht aus wie Nebel. Ich shoote die Uzi, außer wir shooten im Movie. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn der Boy nicht in Germany ist. Ich meine auch der ganze Laden, ne? Man sieht ja eigentlich, dass das woanders ist. Diese ganzen geilen Drinks und so. Sieht schon echt cool aus. Also ich bin zwar eigentlich so eher, der sagt, ey, ich ernähre mich gesund, aber ich mag halt Werbung so und diese poppigen, extrem auffälligen Drinks sind schon nice anzusehen. Rich wie the kid, I'm the boss, man. Ich lass meine Gun für mich talken. Bin der King in the City wie Christopher Walken. Rap and dann die Flag. Ich stand in der Trap mit dem Anzug von Nike Tag. Du bist ein Feigling, ich nehm dir die Breitling weg. Fick deine Bitch, dann I'm sending your wifey back. Ich bin fly wie ein Bird im Vogelnest. Pop in den Park, ich lerne für den Drogentest. Es ist wirklich fast so weit, dass ich sagen würde, also gut, jetzt muss man natürlich aufpassen, wenn ich sage, irgendwie mit Kollega vergleichen. Aber das hat einfach trotzdem auch eine sehr, sehr krasse sprachliche Eloquenz, die er selbst geformt hat, also ähnlich wie Kollega, und die wirklich mittlerweile auf einem sehr, sehr hohen Level ist, also definitiv ziemlich nice. Also wie gesagt, ne, also Moneyboy ist ja dafür bekannt und so weiter, dass er halt irgendwie funny ist und alle lachen so ein bisschen, die einen meinen es ernst, die anderen wissen, wie Moneyboy tickt. Aber was man halt echt nicht vergessen darf, ist die Quality so. Also vom Rap her und jetzt auch die Videos, die immer krasser werden. Shoot an den Ort mit der Glizzy. Ich shoote die Glocker, get busy. Everything lady, everything lady. Wir sind am Block in der City. Shoot an den Ort mit der Glizzy. Ich shoote die Glocker, get busy. Definitiv ein Shoutout an Clovisions. Mir hat das Video sehr, sehr gut gefallen. Ziemlich nice, aber der Track natürlich auch. Sehr hochwertige Lines hier gewesen. Und auch dieses Gemischte mit dem Ami ist ja immer ziemlich fett und hat dann, wie ich auch schon sagte, einen ziemlich geilen eigenen Style. Und wenn ich Moneyboy wirklich in eine Schublade tun würde, dann ist es die Schublade, wo sich alle Rapper drin befinden, die sich am geilsten entwickelt haben. So, also die wirklich von ziemlich unten. Ich erinnere mich an, was war der allererste Track? Bring den Swag auf oder so.
mit dem vergleichen, was wir gerade gesehen haben. Und das ist schon wirklich nice. Geile Entwicklung. Ihr könnt gerne drunter schreiben, wie ihr das findet. Ansonsten auch, wie ihr meine Reaction fandet. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Jay. Ciao.